Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen ganz einfachen, aber super leckeren Kuchen für euch. Das ist genau eines der Rezepte, auf die ich zurückgreife, wenn es mal schnell und unkompliziert sein soll. Bei diesem tollen Anblick handelt es sich um einen Schoko-Haselnusskuchen mit einer extrem leckeren Glasur, bestehend aus weißer Schokolade und einer Haselnusscreme. Im Teig und auch als Topping habe ich geröstete Haselnüsse verwendet und der Geschmack ist einfach fantastisch. Der Kuchen ist super schön saftig und wird von Tag zu Tag sogar immer besser. Wie ihr diesen leckeren Kuchen zubereitet könnt und was ihr an Zutaten hierfür benötigt, zeige ich euch jetzt. Für den Teig braucht ihr Sonnenblumenöl und Milch, Mehl und Backpulver, Eier, Backkakao, Zucker und Vanillezucker, gehackte Haselnüsse und dann noch geröstete und grob gemahlene Haselnüsse. Ich habe einfach eine Packung Haselnüsse genommen und für ca. 5 Minuten bei 200 Grad im Ofen geröstet und danach gemahlen. Ihr könnt natürlich auch direkt geröstete Haselnüsse kaufen und die dann mahlen. Also in jedem Fall benutzt wirklich geröstete Haselnüsse, denn diese Röstaromen geben dem Teig und danach später auch als Topping einen tollen Geschmack. Als erstes werden die zimmerwarmen Eier mit dem Zucker auf höchster Stufe schön schaumig geschlagen. Bei mir dauert das ca. 3-4 Minuten. Wenn die Eizuckermasse schön luftig geworden ist, fügt ihr die flüssigen Zutaten, also sprich Öl und zimmerwarme Milch hinzu und verrührt das Ganze nur ganz kurz bei niedriger Stufe. Dann siebt ihr die trockenen Zutaten über eure Schüssel und verrührt alles bei mittlerer Stufe, bis ihr einen klumpenfreien Teig erhaltet. Zum Schluss kommen noch die gemahlenen und gehackten Haselnüsse mit hinzu und werden kurz untergehoben. Meinen Gugelhupf habe ich mit reichlich Butter eingefettet und mit ordentlich braunem Zucker bestäubt. Euer Kuchen wird von außen eine unglaublich leckere und knusprige Zuckerschicht bekommen und sich zudem ohne jeglichen Widerstand aus der Form lösen lassen. Füllt den Teig in eure Backform und gebt den Kuchen auf mittlerer Schiene in den vorgeheizten Backofen für ca. 45 bis 50 Minuten. Ihr kennt euren Ofen aber am besten, also kann eure Backzeit auch ein wenig kürzer oder länger sein. Macht auf jeden Fall die Stäbchenprobe. Kurz bevor der Kuchen fertig gebacken ist, bereiten wir die Glasur vor und hierfür braucht ihr 100 Gramm gehackte weiße Kuvertüre und 100 Gramm Haselnusscreme. Erwärmt erstmal die Haselnusscreme über einem Wasserbad und fügt dann die klein gehackte Kuvertüre hinzu. Verrührt beides miteinander, bis die Schokolade sich vollständig aufgelöst hat. Wenn der Kuchen fertig gebacken ist, nehmt ihn aus dem Ofen und sticht mit Hilfe eines großen Holzspießes Löcher hinein. Dann braucht ihr ca. 120 ml Milch und die verteilt ihr dann gleichmäßig über euren Kuchen. Das verleiht eurem Schokokuchen nochmal zusätzlich Feuchtigkeit und macht ihn umso saftiger. Den Kuchen könnt ihr dann auch direkt stürzen und durch den braunen Zucker geht das wirklich kinderleicht. Jetzt können wir den Kuchen dekorieren und dafür habe ich die Glasur mit Hilfe von einem Teelöffel an den Rändern runterlaufen lassen und mache das jetzt auch nicht so präzise, da ich die Ränder noch mit einem Pinsel bestreichen möchte, genau wie bei meinem Walnuss-Zimtkuchen. Das Rezept dafür habe ich euch hier oben rechts verlinkt. Ihr könnt aber natürlich auch diesen Drip-Effekt beibehalten. Ich habe den inneren Kreis noch mit grob gehackten und gerösteten Haselnüssen dekoriert. Die haben so ein unglaublich intensives Aroma und runden für mich den Kuchen perfekt ab. Ich habe an dieser Stelle nicht wirklich mitgedacht und die Ränder erst im Anschluss bepinselt. Aber es wäre natürlich einfacher gewesen, das vor der Zugabe der Nüsse zu machen. Ist jetzt nicht weiter schlimm, wäre nur praktischer gewesen. Ich finde diese Optik richtig schön, aber ihr könnt den Kuchen natürlich so dekorieren, wie ihr das gerne haben möchtet. Das ist dann der fertige Schoko-Haselnusskuchen. In Kombination mit der phänomenalen Glasur und den gerösteten Nüssen obendrauf ist dieser Kuchen rundum perfekt. Der Teig ist schön saftig und hat eine tolle Struktur. Lasst ihn aber auf jeden Fall ruhen, bevor ihr ihn anschneidet. Ich war wie üblich zu ungeduldig und habe ihn noch lauwarm angeschnitten. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber dann ist die Konsistenz noch nicht so, wie sie sein sollte. Im Allgemeinen finde ich, dass jede Art von Kuchen erst am darauffolgenden Tag die perfekte Konsistenz hat. Aber eine Naschkatze wie
ich kann nie einen ganzen Tag abwarten. Aber wie soll man bei diesem Anblick auch widerstehen? Ich habe mir einen Teil der Glasur aufgehoben, um sie später dann als Soße über den Kuchen zu geben. Das mache ich eigentlich bei allen Kuchen, wo ich eine Glasur benutze. Falls ihr das aber nicht möchtet, verwendet unbedingt die ganze Glasur für euren Kuchen. Ihr könnt auch gerne die Zutaten verdoppeln und somit Soße für jedes Stück Kuchen erhalten. Macht das so, wie ihr möchtet. In jedem Fall schmeckt dieser Kuchen einfach nur Hammer. Probiert dieses Rezept unbedingt mal aus und schreibt mir gerne, wie es euch geschmeckt hat. Schickt mir auch gerne eure Fotos über meine Instagram-Seite, damit ich sie mit euch teilen kann. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen und würde mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Ich beende das Video wie üblich mit euren tollen Fotos und hoffe, dass wir uns dann auch bei meinem nächsten Video sehen. Bis bald!